Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Battlefield 4 hat jetzt seine Endphase erreicht. Es hat fast sein Ziel erreicht. Jetzt sind alle DLCs draußen, alle Maps draußen, alle Waffen draußen, die es geben sollte. Und ich denke, da ist mal Zeit, ein Endfazit zu ziehen. Was ist denn nun das Beste in Battlefield 4? Was sind die besten Waffen, die besten Maps und schlussendlich, was ist eigentlich das beste DLC in Battlefield 4? Das sind jetzt die folgenden Sachen, die ich mit euch in der nächsten Videoreihe, in den nächsten 3-4 Videos mit euch besprechen will. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Ich denke mal, zum Thema Waffen, Maps und DLC gibt es viele, viele verschiedene Meinungen. Ich werde euch jetzt natürlich mal meine sagen. Wir fangen heute an mit den besten Waffen in Battlefield 4. Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, trotzdem will ich euch natürlich nicht ohne Geschenke lassen, also von meiner Seite aus ohne Geschenke. Deswegen habe ich noch ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Es ist wirklich nichts Großes. Der noch nicht Battlefield 4 Premium hat oder sich noch nicht alle DLCs gekauft hat, der sollte hier auf jeden Fall dranbleiben. Am Ende des Videos wird dann das Gewinnspiel bekannt gegeben. Battlefield 4 ist mit einer Anzahl von über 100 Waffen wohl eines der Spiele, die am meisten Auswahl bieten. Zumindest sollte für jeden was dabei sein, ob jetzt Sniper, MG-Supporte oder Nahkampfspezialist. Aber es gibt nur wenige Waffen, die sicheres Treffen auf nahe sowie weite Distanzen ermöglichen, also die quasi ein Allrounder sind. In Battlefield 3 hat man sehr, sehr schnell eine Antwort auf diese Frage gehabt, was denn nun die beste Waffe ist, was denn nun die Waffe ist, die am meisten kann. Das war meistens die M16A3. Wurde wohl als Noob-Waffe bezeichnet, aber man muss ehrlich zugeben, es war einfach die beste Waffe im ganzen Spiel. Bei Battlefield 4 finde ich, ist das nicht ganz so einfach. Da gibt es keine beste Waffe. Da gibt es mehrere Waffen, die in mehreren Gebieten gleich gut sind. Allerdings gibt es welche, wo sich diese guten Gebiete eben überschneiden. Und diese drei Waffen, die ich mir da ausgesucht habe, will ich euch heute mal vorstellen. Große Gegnermassen schnell abzuräumen und das möglichst bevor man bemerkt wird, dass man die feindlichen Linien durchbrochen hat, geht nur mit großem Magazin und schneller Schussfrequenz. Nichts ist dazu eigentlich besser geeignet als eine LMG. Meistens jedoch fehlt den LMGs ein bisschen die Präzision. Deswegen auf Platz 3 die LMG, die eigentlich alles kann, also die auch sehr, sehr präzise ist. Nämlich die AWS, verfügbar im DLC Nervous Strike. Am liebsten von mir gespielt mit Holovisier, Laser für die Präzision aus der Hüfte, Langlauf und Klappgriff. Warum der Laser drauf? Ich finde, diese LMG muss einfach noch ein bisschen unterstützt werden, dass man aus der Hüfte auch super trifft, sonst hat man mit der natürlich im Nahkampf keine Chance. Besonders zeichnet sich aber die AWS dadurch aus, dass sie eine allgemein sehr, sehr hohe Genauigkeit hat. Man muss eigentlich nur ganz, ganz grob irgendwie auf den Kopf des Gegners draufhalten und nach mehreren Salven hat man den Gegner erledigt. Im Dauerfeuer ist die AWS wohl nicht ganz so der King, da gibt es Waffen, die deutlich besser sind, zum Beispiel die MG4, trotzdem im Salvenmodus ziemlich präzise, wenn man eben nur einige Schüsse hintereinander abfeuert. Bei den meisten MGs wird dazu allerdings nochmal das Zweibein benötigt, welches eigentlich nur Zeit verschwendet. Die AWS kann es allerdings auch ohne Zweibein. Aus der Hüfte, besonders mit Laserpointer, trifft sie souveräner als andere MGs. Ich denke mal, da stimmt jeder mit mir überein. Auch im direkten Zweikampf, also ziemlich unbezwingbar. Ich finde, die AWS ist einer der wenigen MGs, abgesehen noch von der MG4, die wirklich gut aus der Hüfte trifft. Ich hatte da so einen kleinen Kampf, sage ich aber mal, zwischen AWS und MG4, wer nun der Beste wird. Allerdings habe ich mit der AWS deutlich mehr gespielt wie mit der MG4, deswegen habe ich jetzt die AWS gewählt. Da wo die Schwächen der AWS anfangen, setzt Platz 2 an. Eine Waffe, die quasi wie gemacht für Hüftfeuer ist, die aus der Nähe extrem präzise ist, und zwar die UMP45. Mit der kann man natürlich auch auf weite Distanzen ein bisschen gut treffen, sage ich mal, ein bisschen davor gehangen, weil es eigentlich keine Waffe ist für große Distanzen. Wenn man allerdings ein bisschen geübt mit dieser Waffe ist und dann noch in Salven oder Einzelschüssen abfeuert, dann kann man bis 100 Meter seine Gegner eigentlich ziemlich, ziemlich gut bekämpfen. Die Waffe wurde erstmals entworfen von Heckler und Koch in den 90er Jahren und wird größtenteils bei Sicherheitskräften sowie der Polizei in den USA und in Ländern des Nahen Ostens verwendet, konnte sich in Europa aber nie gegen die MP5 durchsetzen, so als kleine Hintergrundinfo. In Battlefield 4 allerdings ist es einer der besten Waffen, würde ich sagen, da sie eben im Nahkampf quasi unbesiegbar ist. Der einzige Nachteil ist, dass das Magazin etwas kleiner ist mit 25 Schuss und dass man sich nach 2 bis 3 erledigten Gegnern meistens in der Deckung zurückziehen muss zum Nachladen. Und wie schon angesprochen, auch auf weite Distanzen nach kurzer Übung oder nach etwas Erfahrung sehr, sehr zu gebrauchen, eben wenn man auf Salven stellt oder sogar auf Einzelschüsse stellt, dann ist die UMP45 sowie auch die etwas schlechtere UMP9
gut zu gebrauchen. Ich spiele sie gerne mit Schalldämpfer. Ich weiß es nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit Schalldämpfer noch präziser ist, obwohl es ja gerade das Gegenteil sein sollte. Aber ich finde, der Schalldämpfer passt einfach gut auf diese Waffe drauf. Deswegen habe ich den dafür gewählt. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Einer Waffe, die vielleicht etwas ungewöhnlich bei Allrounder auf Platz 1 steht, weil sie, naja, eher für weite Distanzen zu gebrauchen ist. Ich denke mal, das wird jeder von euch sofort denken, wieso hast du die denn jetzt auf Platz 1 gesetzt? Und zwar die SCAR H. Wieder mal kurze Hintergrundinfos, erst 2003 von FN Hürste in Belgien entworfen, läuft sie seit 2008 über die Bänder und wird in Frankreich, Litauen, Peru sowie den USA benutzt. Also noch eine relativ neue Waffe. Findet man in sehr, sehr vielen Spielen der Shooter-Szene, ist quasi so eine kleine Legende, würde ich fast schon sagen, neben der UMP in der Shooter-Szene. Obwohl sie jetzt meiner Meinung nach in Battlefield 4 nicht so oft benutzt wird, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Waffe ist. Ich finde, sie ist einfach der König auf Distanzen und zeigt natürlich Schwächen im Nahkampf, was ziemlich klar ist bei so einer kleinen Schussfrequenz und so einem kleinen Magazin. Wenn man allerdings sehr, sehr viel mit dieser Waffe gespielt hat, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, dann ist sie im anvisierten Modus auch im Nahkampf fast schon besser als eine PDW, denn sie ist einfach saupräzise und haut enorm Schaden raus. Man muss zwar sparsam mit seiner Munition umgehen und sie vielleicht ein bisschen mal wieder in die Deckung ziehen, um nachzuladen oder ein neues Magazin innen reinzustecken, aber trotzdem auf Nahkampf einfach ein unbesiegbares Ding, würde ich fast schon sagen, im anvisierten Modus. Aus der Hüfte sollte man es mit der SCAR H allerdings nicht probieren, denn ich würde sagen, dann trifft man fast nichts mehr. Also man trifft vielleicht, aber die Munition ist einfach nach einem Feind schon zu Ende und dann ist man auch dem Tod sehr nahe. Ja, ich finde, wie gesagt, das ist eine super Waffe, auf Distanz absolut unschlagbar. Fast eine Sniper ist fast schlechter, wenn es auf Distanzen bis 300-400 Meter geht. Wenn man da gut mit Einzelschüssen umgehen kann mit der SCAR H, dann ist man da auf jeden Fall vorne dran. So, das war jetzt meine Top 3 von Waffen. Ihr könnt gerne eure Top 3 auch nochmal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Argumentiert auch mal gut, warum ihr eure Top 3 so gewählt habt. Und sagt gerne auch noch was zu meiner Top 3, warum ihr die Waffe vielleicht nicht reingenommen hättet oder diese Waffe noch reingenommen hättet. Jetzt aber zum besagten Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr ein DLC eurer Wahl gewinnen. Welches DLC könnt ihr also selber auswählen? Und zwar schreibt ihr unten in die Kommentare, welches DLC ihr in Battlefield 4 am besten findet und warum ihr das am besten findet. Dazu schreibt ihr natürlich noch in die Kommentare, welches DLC ihr denn von mir haben wollt und warum ihr das haben wollt, könnt ihr von mir aus auch noch dazu schreiben. Ja, das war es eigentlich größtenteils. Ihr müsst dieses Video hier übrigens nicht dazu liken. Ihr solltet vielleicht schon Abonnent sein von mir. Das wäre recht praktisch. Ich denke mal, jeder, der dieses Video jetzt auch bis zum Ende geschaut hat, wird ein Abonnent von mir sein. Sonst hätte er es ja nicht bis zum Ende geschaut. Oder wird sich zumindest an dem Video interessiert haben. Naja, was soll's. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und viel Glück in diesem Gewinnspiel. Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahmen. Ich verabschiede mich von euch. Frohe Weihnachten, verbringt eine schöne Zeit. Und die Geschenke gibt es übrigens nicht am 24.12., also die gibt es nicht heute, das DLC logischerweise. Das kann sein, dass es das erst ja, Anfang Januar dann gibt. Ich denke mal, das Gewinnspiel, ich lege jetzt einfach mal einen Zeitraum fest, läuft bis Anfang 2015, also bis Ende 2014. 31.12. um 23.29 solltet ihr alle euer Kommentar hier drunter geschrieben haben. Sonst ist es nicht mehr gültig. Gut, dann wünsche ich euch, wie gesagt, nochmal schöne Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß noch nicht, ob im neuen Jahr, ob im alten Jahr nochmal ein Video kommt. Wenn nicht, dann ja, jetzt guten Rutsch, ne? Ciao, bis zum nächsten Mal.